Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Asreiter und wir sind in Folge Nummer 96 von Avarion. Ja, wir sind eben durch dieses Tor gesprungen. Ja, sind im nächsten Sektor. Wir haben einen Kommentar von Thomas Steele gehabt, der dann geschrieben hat, dass ich ja der Würfelbauer bin zum Beispiel. Das sieht man hier auch ganz klar. Er sagt, dass er Sachen kauft, während ich sie forsche. Und ja, ich sollte mal gucken, dass ich die KI ohne Xotan-Artefakt mal besuche und dann schaue, ob meine Waffen, die ich dann habe, effektiv sind. Das kann man da gut testen. Ja, und sonst, ja, muss man mal gucken, ne, wie es dann nach dem Intro weitergeht. Ja, da sind wir in diesem Sektor. Dann gucken wir mal, was wir da so machen können, ob wir hier überhaupt was machen können. Karte auf. Schauen wir mal hier rein. Wir sind jetzt hier. Die KI ist da. Aber wir wollten schauen, dass wir ja noch ein paar Sachen kaufen, vielleicht. Ausrüstungsdock. Gibt's ein paar hier? Ne, da müssen wir noch ein S hintermachen. Dann gibt's nicht mehr so viele. Da oben ist zum Beispiel eins. Da können wir mal gerade hinspringen. Dann gehen wir da mal in die Richtung. Schauen, ob es da noch was zu kaufen gibt. Jetzt aber. Ja, da hat der Thomas noch einiges geschrieben gehabt, dass ich dann halt die KI da mal angreifen soll, wie gesagt, und dass ich dann aus dem Weltraum gefegt werde, wahrscheinlich mit dem, was ich zurzeit habe. Ja, da müssen wir dann mal gucken, ne? Wie wir das so hinkriegen. So, wo ist die Forschungsstation? Die ist da. Schauen wir mal rein, was die so für uns hat. Ausrüstung handeln. Hammer Klasse Kinetik-Torpedos. Achso, Torpedos brauchen wir jetzt nicht. Doppel-Anti-Fighter-Geschützturm. Ja, sehr interessant. Schaden 15,6. Die dürfen wir nicht verkaufen, weil wir nicht genug mit den Dingens Reputation haben. Tesla, Vierfach-Polter-Geschütze und Doppel-Gravitation-Maschinen-Schnitt, Doppel-Magnetbergbau, kein R-Bau bei. Aber hier gibt es ein Geschützkontrollsysteme, alles klar, das heißt für mich, ich fliege da schon mal hin und schaue zu, dass ich das noch einkaufe zum Forschen. Ja, fast geschafft, ne? Der Dockingport ist sogar noch ein bisschen näher. Und dann ranziehen. Ja, Traktorstahl ist auch so ein Thema, ne? Da müssen wir gucken, dass wir das erforschen und dann einbauen, damit wir von weiterer Entfernung da dran kommen, ne? Gut, fangen wir hier vorne an. Geschützkontrollsystem nehmbar. Geschützkontrollsystem nehmbar. Noch ein Geschützkontrollsystem. Hyperraum auch. Verbessertes Handelssystem auch. Frachtraum-Upgrade, Traktorstrahl, da ist er doch schon. Zweimal. Standard-Handelssystem nehmen wir auch. Den Detektor nehmen wir auch. Der Rest bleibt liegen. Waffen war nichts, ne? Hat man ja eben schon geguckt. Kein R dabei. Sonst Trinitium, das kriegen wir die beiden nicht, die vielleicht dann ganz gut gewesen wären, wenn wir denn das gehabt hätten. Doppelgravitationsgeschützturm. Ja, die haben eine Druckkraft von 54 Kilonewton. Slots brauchen die zwei, Ingenieure vier. Ach, hier ist ein Bergbauer, habe ich fast übersehen. Den nehmen wir natürlich mit, auch wenn es dann sogar mehrere sind. War der eben auch? Naja, er ist nur weiß, aber trotz alledem, ne? Gut, hier gab es jetzt kein Handelslabor oder sowas, ne? Doch, hier gibt es eine Forschungsstation. Dann fliegen wir doch erstmal zur Forschungsstation. Wo ist sie jetzt? Da oben ist sie mit angezeigt. Da. Weit, weit weg ist er. Aber kommen wir auch hin, ne? Was war da gerade eben für eine Meldung? Akku bezahlt. So, da können wir schon mal abbremsen. Okay, da sind wir super dran vorbeigesegelt. Ja, drehen ist jetzt so noch nicht so unser Ding, ne?
Wo war der Docking Port? Da unten und da oben. Okay, Traktor da raus. Dann wollen wir mal schauen, was wir hier machen können. Forschen. So, was haben wir denn jetzt hier so? Generatorupgrade 2. Schutzkontrollsystem 2. Handelssystem. Okay, da sind jetzt hier nicht genug. Da sind es 3 und da sind auch nochmal 3. Das sind gewöhnliche. Was ist das nur für eins? Ah, ist glaube ich egal, aber wir packen das mal da rein. Dann kriegen wir ein grünes daraus, oder? Ja. So, da haben wir hier noch eins und da eins und 2. Aber mehr sind nicht. Hier haben wir 3, 4. Leider eins zu wenig. Hier sind 4 Handelssysteme. Kein weiteres leider. Heißüberbrückung, okay. 4 C43-Detektoren. Ja. Was haben wir hier? 6 Stück. Ja, das wäre jetzt mal ein Ding, das da reinzuschmeißen, um Grün daraus zu machen, oder? Kann ja nicht schlechter werden, oder? 24 Trinitium, 6, 8, 67. 6, 8, 67, 1, 1, 5. Ja, sieht doch besser aus, oder? So. Was haben wir hier? Schutzkontrollsysteme. 6 Stück an der Zahl. Die kommen natürlich da auch erstmal rein. Das war 1, 1. 1, 1, 318, 2, 1. Gut. Jetzt haben wir hier von den Grünen leider nur 4 noch. Hier haben wir aber Hyperraume. Minus 5, minus 12 und minus 14. Sprungreichweite 2 plus. Was hat er jetzt? Sprungreichweite 3 plus. Sehr gut. Hier gibt es ein Handelssystem mit 5. Kommen da auch rein. Ja. Handelsroutensektoren 1. Bergbau leider nur 4. Auch nur 4. Auch nur 4. Titan Air Bergbau. Ah, okay, das passt nicht. Hier leider nur. Ach, da ist noch ein einzelnes. Das hat 3er und das hat 2er. Okay, das ist jetzt nicht so dolle, aber. Wir machen es mal trotzdem. Warte mal, da ist noch eins hier links. 3. 3, 1, 208. Das tauschen wir mal, geht dem aus. 2, 1. 3, 1. Gut. Hier gibt es noch ein Handelssystem fünffach. Ja, 1. Ja, 3. Sehr gut. Hier sind 3, leider nicht mehr. Hier sind 2. Hier sind leider nur 4 von da. Fehlt mir einer. Da geht leider nichts mehr. Antibolter, Bergbau, Bergbau. Abwrack, Gravitation, Bergbau. Doppelbolter. Ich glaube, es sind nur 4 Bergbau leider. 1, 2, da haben wir nur 4, war ja nichts mehr drüber, ne, ne. Ja, da reicht es nirgendwo zu den weiteren Dingen. Nanonit-Abwracker, R, Abwracker, Bergbau, Abwrack, Bergbau, Bergbau, Gravitation. Okay, reicht auch nicht. Hier haben wir nur 3 von.
Und hier sind ein paar Waffen, die wir vielleicht mal checken sollten. Exotische Waffen. Okay, jetzt sind wir erstmal durch. Das haben wir soweit. Jetzt wäre dann zu überlegen, machen wir hier noch was? Ausrüstungsdruck können wir gerade noch mal gucken, ob die Zeit abgelaufen ist in der Zwischenzeit. Nee, noch 10 Minuten fast. Und sonst. Sonst war ja nichts. Dann schauen wir auf die Karte. Dann denke ich mal, fliegen wir in diese Richtung erstmal. Hat mal einer geguckt, wo dieser Ding hinführt, dieser Punkt hier. Das Wurmloch. Das wäre auch interessant gewesen, ne? Ja, dann würde ich sagen, fliegen wir diese Richtung mal. Weil hier unten müssten noch ein paar Geschütze mehr sein, ne? Geschütze, Ausrüstungsdepots, die wir noch abklappern sollten. Gucken wir mal, wie wir da weiterkommen. Hier war ja sowieso nichts, ne? Hier unten sind dann Ausrüstungsdocks. Die Sternformation fliegen wir mal vorbei, gucken uns nur mal an. Also, wir müssen uns noch ausrichten. Ja, das mit dem Ausrichten läuft auch noch nicht so schnell, ne? Da könnte man noch was nachbauen. Ach so, da oben läuft noch die Zeit. Was? 27 Sekunden? Das ist ein bisschen lang, ne? Warum? Das ist doch doof, oder? Ja, ach, guck mal hier. Was haben wir denn hier noch? Ein bewaffneter Geschütztürme und da unbewaffneter Geschütztürme. Ja, das sollten wir vielleicht mal einbauen, ne? Und was wir jetzt noch haben, da können wir die Reichweite mit erhöhen. Und? Cooldown weniger. Oh, jetzt ist der Cooldown aber 15. Jetzt ist er noch neuer geworden. Aber ja, wir haben auch eine wahnsinnige Reichweite jetzt. Ja, leider kann man das schon bald gar nicht mehr sehen, ne? Ja, jetzt können wir hier den Cooldown da direkt nehmen, ne? Den Sektor direkt nehmen. Dafür warten wir natürlich 40 Sekunden, ne? Jetzt nehmen wir nicht das Stern Formationsding da. Mal den C43-Detektor gerade drin, ne, ne? Handelssystem, das könnten wir gerade mal rausnehmen. Vier Sektoren haben wir da schon, sehr gut. Aber der C43 hier, den würde ich hier nochmal reinnehmen wollen, um zu gucken, ob es hier was gibt, aber hier gibt es nichts. Händler-Handelssystem haben wir rausgenommen, okay. Das war ein Händler-Handelssystem, das haben wir gekauft, ne? Okay. Handelsrouten 4, okay. So, jetzt wird fertig. Jetzt müssen wir ausrichten wieder dahin. Und springen zum nächsten Ausrüstungsdock. Schauen wir uns das da mal an, ne? So, da ist es schon. Oh nee, ich wollte euch nicht beschießen. F. Zum Glück nicht getroffen, ne? Torpedos will ich nicht. Anti-Fighter-Geschützturm. Ja, okay, können wir nicht, können wir nicht. Bergbau, Flak. Wenn, dann wäre das, aber das sind beides Eisen, jetzt nicht so interessant. Aber hier haben wir Geschützkontrollsysteme, einige. Handelssystem, da unten ist auch noch ein Kontroll. Ja, komm, da fliegen wir für hin. Das sind ja doch ein paar Sachen, die wir da nehmen können. So. Schnell den Traktorstrahl rausholen. So, Ausrüstung handeln. Diese Dinger.
Das kaufen wir, 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 kaufen wir auch. Gut, dann sind wir hier schon durch. Gibt es hier noch was Interessantes? Nicht wirklich. Karte. So, das war diese Basis von dem einen Typen da und da gibt es auch einen Ausrüstungsdock. Also, hin da. Da müssen wir hin. Abgelaufen? Ja, geht. Gut, dann würde ich aber sagen, machen wir erst einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch genau habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.